Gregori, 1:3 verloren am Ende in Genf. Auch wieder so eine unnötige Niederlage, aber ich glaube, die passt gerade ins Bild rein von den letzten Spielen auch ein bisschen. Man finde ich überhaupt nicht, dass hier ein Pass war. Wir haben, finde ich, heute sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wir haben mitgefightet, mitgekämpft. Und heute kann man einfach auf diese verdutzte Mannschaft stolz sein. Ich denke, dass wir, jeder, der das gesehen hat, hat gesehen, dass das erste Tor von Servette ein geschenkter Freistoß war. Und dass wir dann mit viel Kampf auch uns noch ein 1-1 gekämpft haben. Und das, was in den 90. passiert, das tut mir natürlich leid für Peter, aber das ist auch Fußball. Meint damit natürlich, dass es unglücklich war, nicht jetzt, dass man schlecht gespielt hat. Weil bis um das 1-0 rum, 5 Minuten, hat man es eigentlich sehr gut in den Griff gehabt, die erste Halbzeit. Und auch die zweite Halbzeit war okay. Ja, ich bin sicher, das war eine komplett andere Mannschaft von Vaduz, die was heute am Platz war. Wir hätten uns heute mehr verdient, aber wenn wir diese Emotion und diese Leidenschaft und auch diese Qualität wieder an den Tag legen, dann muss man sich über Vaduz keine Sorgen machen. Es ist wichtig, der Ausgleich. Wir haben gewusst, dass wir eine Chance bekommen. Die haben wir genutzt. Und nachher kommen wir halt in der 92. oder so wie das 2-1 über. Wie vor einem Jahr haben wir sie auch durch einen scheissstehenden Ball bekommen. Das ist halt ärgerlich. Wir haben sicher noch nicht in den Köpfen gehabt, dass wir mit 8 Punkten Vorsprung heimfahren, weil das Spiel geht ab 95 Minuten. Aber eben, es war wieder ein Zufallsgoal von Servette. Aber ja, eben, wir haben immer noch 5 Punkte Vorsprung und die müssen jetzt zuerst weiter gewinnen. Ja, es ist eine sehr bittere Niederlage, aber wie schon letzte Saison haben wir eine Nachspielzeit das Goal bekommen, diesmal sogar 2. Aber ich glaube, wir haben eine Reaktion gezeigt auf das NIO-Spiel. Ich glaube, jeder hat wieder dort angeknüpft für die Vorrunde, wo wir wirklich eine Einheit gewesen sind. Schon hier jeder für den anderen gegangen. Und, trotz dieser Niederlage, glaube ich, sind wir wieder auf dem besseren Weg.